Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau. Was werden wir bei dem Video alles besprechen? Ich werde wenig reden, sie wird viel reden, wie wir es eigentlich gewohnt sind, weil sie kann besser Italienisch. Und wo sind wir jetzt? Genau, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind jetzt in Livorno, in der Toskana. Ja. Wo es hingeht, werden wir noch sehen. Im Moment stehen wir hier am Stellplatz in Livorno. Und ich mache mich ganz klein. Parco del Mulino. Das ist ein Stellplatz. Genau, das ist ein Stellplatz, ist an und für sich ja, wirklich super. Liegt am Rande der Stadt, hätte ich gesagt. Kostet 15 Euro die Nacht mit Strom und Wasser. Also ich denke mal, da kann man nicht meckern. Ja? Wenn ihr hier schaut praktisch, ich drehe jetzt kurz einmal die Kamera um, das ist die Straße, da fährt man herein und ist dann hier gleich da. Also wenn ihr den Parkplatz navigiert, sich durch das runter in die Videobeschreibung, landet ihr wirklich genau hier. Die passt perfekt, die Beschreibung und die Adresse. Und hier ist dann der Eingang von dem Park. Du hast mehrere Sachen sind da, gell? De Mulino. Das ist ein medizinisches Zentrum, gell? Ja. Bed and Breakfast, Ambulatorie, Medizin. Ja, genau. Da drüben seht ihr dieses Haus, was ihr da jetzt geradeaus davor seht. Da müsst ihr euch dann kurz links halten und dann gleich wieder rechts. Dort ist der Eingang zur Kasse. Dort geht es rein. Der Parkplatz, eben habe ich eh schon gesagt, kostet 15 Euro die Nacht. Wenn keiner da ist und der Schranken zu sein sollte, steht groß eine Telefonnummer am Schranken angeschrieben. Dann ruft sie an und euch wird der Schranken aufgemacht. Vollkommen unkompliziert. Ihr braucht kein Kleingeld, ihr könnt dort auch mit Scheinen bezahlen. Ja, das ist einmal vorweg. Und jetzt geht unser Abenteuer weiter. Es ist nämlich so, wir wollten an und für sich in Österreich unterwegs sein. Echt? Genau. Ich bin ja nur der Vorrat. Ich erfahre die Ziele immer erst ein bisschen später. Nein, so ist es nicht. Aber das Wetter in Österreich oder auch Südtirol wäre vielleicht auch bei irgendwo so mal ein Ziel gewesen, was wir sich gerne angeschaut hätten. Hat nicht gut gepasst. Hinter uns rauscht der Zug. Also ich hoffe, ihr versteht es uns trotzdem. Na, trotzdem. Ja, jetzt ja. haben wir 17.15 Uhr und es hat da jetzt 22 Grad. Genau. Es ist 17.15 Uhr, es hat 22 Grad. Es ist der 26. Oktober. Und wo es hingeht, das seht ihr dann in der nächsten Einstellung. Juhu! So, jetzt haben wir die Nacht hier verbracht in Livorno, das, was wir gestern gesagt haben, dem Stellplatz. Gestern waren wir auch noch in einer Pizzeria, das, entschuldige, aber das will ich noch unbedingt loswerden, ja? Weil wenn man sich nämlich nicht auf den Hotspots bewegt, wenn man hier über diese Brücke dann hinübergeht, gibt es so einen Ortskern halt mit so ein paar wirklich Geschäften, mit wo man ganz Spezialitäten auch kaufen kann und unter anderem einige Pizzerias und wir waren in einer Pizzeria. Wir haben gegessen zwei Pizzas, die hervorragend waren. Eine italienische Pizza, genau. Eine große Flasche Wasser. Du hast eine Cola Zero gehabt und ich habe ein Viertel Liter Rotwein gehabt und wir haben ein Viertel war das, gell? Aber ich habe es nicht ausgetrunken. Und wir haben bezahlt 26 Euro, bitte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Von diesen Preisen träumen wir, zumindest in Wien. Ja? Ich weiß nicht, wie es am Land oder woanders ist, aber bei uns in Wien. Besser wahrscheinlich. Ja. So, dann haben wir geschlafen hier. Jetzt haben wir sich hergerichtet und vorbereitet, dass wir auf den am Hafen fahren. Mit der Fähre fahren. Jetzt ist ja wurscht, das ist ja klar. Das wird dann eh schon zusammengeschnitten. Wir fahren mit der Fähre wohin? Zu den Sardinen. Genau. Nach Sardinien. Genau. Sardinen. Du bringst mich ganz durcheinander. Ich wollte ganz was anderes sagen. Jetzt haben wir geschlafen und im Schlafen hat es angefangen zu regnen, zu stürmen. Wir haben hier Sturmböen bis zu 90 km/h. Also. Moment, ich kann mal die Tür öffnen. Vielleicht hört man es noch. Ich glaube nicht, dass man es hört. Hört man es nicht? Da musst du ja das. Ja? Da musst du schon mal rausfilmen, ja, vielleicht. Genau. Schauen wir mal, filmen wir mal hinauf. Da genau, ja.
glaube, da sieht man schon, was sie tut. Lass mal die Kamera ruhig, damit man sieht, wie sie die Bahn bewegen. Ja, sieht man. Ah. Ja, genau. Und jetzt werden wir dann auf der Fähre sein und werden schauen, wie hoch die Wellen sind. Ich habe schon gesagt, meine Frau ist ein bisschen ängstlich, das wisst ihr mittlerweile. Wir werden ein kleines Rettungsboot setzen mit Weste und werden die ganze Fahrt drinnen sitzen lassen. Ja, ein bisschen nervös bin ich schon, weil es ist also meine erste Fährfahrt mit Wohnmobil. Hey, ich schon mal zufällig mit meine ja. Wir sind schon mal mit der Fähre gefahren, Thailand. Ja, aber nicht mit einem Wohnmobil, so, auf einer großen Fähre. Auf der Grimaldi. Wir werden euch dann den Hafen noch ein bisschen filmen und die Fähre. Und dann werden wir halt weiterhin schauen. Ja, wir werden auch versuchen, wenn wir rauffahren, zu filmen. Wobei, das gibt es eh schon so oft. Also. Das wollen wir trotzdem filmen. Aber vielleicht wird die Überfahrt recht interessant mit 90 km. Schauen wir mal, ob sie überhaupt ablegt, die Fähre. Das ist das Nächste, ob die überhaupt fährt. So. Ja. Italienische Straßenverhältnisse. Genau, na bitte. Wir haben schon einen Spaß. Springt schon, ja, Spaß. Springen tun wir nicht. Nein. Aber das ist halt schon die Italiener. Das ist gewöhnungsbedürftig, die Fahrerei. Und wer bremst, bleibt über. Genau. Der kann nicht mehr weiterfahren. Und wer sich richtig einreiht, bleibt auch über. Das kommt ja auch noch dazu. Das stimmt. Da steht schon seit in 100 Meter ein rein und alle fahren nur vierig. Genau, alle draußen fahren vorbei. Ja, jeder Adept, der sich da rechts einreiht, rechts richtig hinstellt. Jetzt sind wir am Weg zur Fähre, jetzt sind wir aber an, oder ich bin nicht ganz sicher, weil das war irgendwie ein bisschen so, diese Tickets zu buchen. Ich glaube rausgefunden aber schon, dass es nicht so gut ist, wenn man die Tickets jetzt über so diese Fähranbieter, die mehrere anbieten, bucht, weil man dann nicht angeblich direkt ein Ticket ausgestellt bekommen soll. Mal Aufnahme da von dem okay. Wind. Jetzt habe ich dann, jetzt drehen wir die der Wind. Jetzt habe ich dann die Fähre direkt bei Grimaldi gebucht und jetzt hoffe ich, dass ich dort dann die Ticket habe, zumindest steht es drauf. Ja. Für mich ist das alles ein bisschen irgendwie recht undurchsichtig. Man liest so viel und schaut, aber entweder bin ich nicht effektiv genug oder was auch immer. Ich habe jetzt nicht wirklich rausgefunden, reicht dieses Ticket? Dort steht, es gibt einen Fast-Check-In, dort soll man dann hin. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist der Fast-Check-In am Weg, während du zur Fähre fährst oder musst du zu irgendeinem Ticketschalter oder ja, also ich denke mal. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, deswegen vielleicht fragen sich das andere auch. Ja. Ich werde versuchen, dann nachher noch alles dazu zu sagen, wie es dann eigentlich genau war. Vielleicht hilft es ja dann jemandem. Da fahren wir jetzt. Jetzt werden wir dann sehen, ob die Adresse, die wir eingegeben haben, richtig ist. Da geht es jetzt schon zu der Sena Toscana Ovest. Und Grimaldi Line war auch schon angeschrieben. Dann halten Sie sich rechts. Die dritte Person, die da rennt, das ist unser Navi. Genau. Da ein bisschen Windigkeit auf der Straße. Ja, also der Wind ist ein Wahnsinn. Wie diese Fährfahrt werden wird, bin ich gespannt. Grundsätzlich glaube ich, bin ich nicht seekrank, weil wir haben schon öfters Bootsfahrten gemacht oder auch halt Fährfahrten in Thailand mit oder so. Richtung Dalsene, das kann er ist, dann halten Sie sich rechts. Da, wo gehen wir da jetzt hin? Warte, ja, und dann halten wir rechts, ja. Da sehe ich. Im Bachkörper. Warte, bleib stehen kurz. Ja. Boarding Passengers. Ja, vor der Firma. Olbe. Grimaldi Airlines, das soll passen. So. Alles nicht so leicht, wie es ausschaut. Ah, da steht gelb angeschrieben Grimaldi, ne? Ja, ich glaube, das wird Grimaldi. Ja, da steht ein Schiff. Ja, bitte, Grimaldi Imbarco, das heißt Einschiffung, sehr gut. Echt? Jetzt lernen wir Italienisch auch noch bei dir. Ja. Also für alle, die es nicht wissen sollten, Imbarco heißt Einschiffung. So, da sind wir jetzt schon irgendwo einmal richtig, da stehen jetzt auch schon ein paar. Schau, da ist jetzt, da werden wir. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Stellen wir sie da einmal Olivia Palermo. Genau, da schauen wir mal zu der Grimaldi.
stellen wir sich mal daher. Dann stellen wir sich mal daher und ich gehe einmal fragen, wie die Leute sind. Genau. So, jetzt da vor der Einfahrt steht ein ganz netter Italiener, mit dem habe ich mich jetzt unterhalten, aber ich nehme an, er wird wahrscheinlich Englisch auch können. Wir haben dadurch, dass wir bei Grimaldi Airlines gekauft haben, gleich die richtigen Tickets. Wir müssen nirgends mehr wohin, mit dem können wir dann einschiffen. Jetzt habe ich ihn gleich gefragt, ja, er hat gesagt, die Fähre hat Verspätung. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber wir sind extra lieber vorher gekommen, weil wir haben ein SMS bekommen, dass die Fähre eine Stunde 50 später geht, glaube ich. Und er hat aber gesagt, das ist immer gut, wenn man vorher da ist, weil man weiß nicht. Im Moment ist es so, er weiß nichts anderes. Die Fähre wird starten. Jetzt habe ich gemeint, wie ist das bei so viel km/h? Und so sagt er, also kann schon schlecht werden. Habe ich gesagt, gibt es ein paar Tabletten oder so? Also es gibt, dann gebe ich einen Arzt auch. Also gut, fahren wir rein, Peter. So, da geht's rein. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Da rechts. Aha. Die werden uns da irgendwie anweisen. Ja, wahrscheinlich. Buongiorno. Ja, geht weiter. Gerade weiter. Im Barco. Na bitte. Aha, was? Security Control? Na, da können wir nicht rein, oder? Da weiterfahren. Ja. Da haben wir stehen. Problem Grimaldi. Na, warte mal da vielleicht. Weiterfahren? Weiter? Da. Was? Was du? Was? Warte schon, bleib sitzen. Wir gehen nicht auf Fähre. Es geht eh. Ehre A oder B, wo sind wir? B, oder? Das weiß ich nicht. Die ist aber draufgestanden irgendwo. Ich geh einmal fahren. Ja. Buongiorno! Buongiorno! Ok, sì? Va bene, grazie. Ah, va bene, grazie. Die hat das schon erkennen müssen. Und der Führer links. Wo Führer links? A oder B? Na, das Führer dann. Was? Wo Grimaldi steht ja, wahrscheinlich. Gut, ja. Ja, wir sind ja wahrscheinlich. Da schau, da sind die Lines. Was? Da sind diese Fähren und die Containerschiffe. Ah, da stehen ja immer Leute. Da sind die einfach Führer fahren. Albe, schau. Ja, gehen wir jetzt ein Pickerl. Ja. Scheidhocken heute. Ah, das läuft noch immer, gell? Aha, daher. Ja, die haben es halt nicht leibend, wenn sie draußen stehen müssen. Ja? Ist der Vierer wahrscheinlich. Ist der her, ne? Grazie. Da, da stehen wir jetzt, glaube ich. Ja. Bis wir rauffahren. Windig heute, ne? Aber es tanzt, ha? Hey. Wie man sieht, stehen wir in der ersten Reihe und werden so ziemlich als erstes rauf. Jetzt haben wir noch unser Ticket erhalten, das klebt jetzt hier an der Scheibe und schon für unsere Sitzplätze an Bord, die Tickets. Wir stehen da jetzt wirklich in der ersten Reihe. Ja, und jetzt warten wir halt, jetzt ist es gerade, heute ist er der 27. Jetzt warten wir bis um 11.50 Uhr. Bis die Fähre fährt, da daneben gibt es aber Kaffee, da werden wir uns jetzt einmal einen guten italienischen Kaffee sichern. So, jetzt sind wir da herinnen in dieser Halle, da gibt es auch den Ticketschalter von Grimaldi. Jetzt haben wir halt gerade kein Mikro, aber ich möchte es noch kurz aufnehmen. Es ist so, dass wenn man direkt hierher kommt, kann man sich auch das Ticket vor Ort kaufen, auch für den Camper. Er sagt, wenn man tagsüber reist, gibt es auch meistens Tickets, ja. Wobei ich jetzt von der Hauptsaison her nicht sicher bin. Wer halt ganz sicher gehen möchte, sollte sich natürlich das Ticket vorher über Grimaldi online besorgen. Aber wenn man hierher kommt, direkt zum Fährhafen, da drüben sitzt, da steht unser Auto in der ersten Reihe
Und da ist jetzt schon der Ticketschalter, also eigentlich alles sehr nah beieinander. Da steht der Peter und da drüben könnt sich einen Kaffee nehmen und da stehen schon, sitzen schon die ganzen Einweiser und warten, dass es weitergeht. Und wenn ihr euch da drinnen zwei Cappuccino und zwei Hörnchen mit Crema holt, was glaubt ihr, haben wir bezahlt? 5,80. Das ist ja urgünstig. Also dann die Ding auf. Da kommt schon daher jetzt die Grimaldi-Fähre. 2 Stunden später. Jetzt wurde sie gerade vertaut, habe ich mich belehren lassen. Nicht vertaut. Von meinem Mann. Schreibt es mal rein in die Kommentare, was ist richtig. Vertaut oder vertaut? Vertaut ist was gegessen hat. Na, dann schreibt man es aber mit Dora und nicht mit Theodor. Aber egal. So, jetzt werden schon hinuntergelassen die großen Einfahrts- und Ausfahrtstore. Genau, die Plattformen. Ja, jetzt wird es bald losgehen. Ich bin schon gespannt. Der Wind weht und weht. Sieht man mal, wie groß das ist, wenn man die Leute drauf sieht, auf dem Schiff. Genau. Ja, und schaut, da oben, da sieht man, dort stehen 2. 3. Auf der Brücke. Ja, darüber auch noch, erster Stock 2, darüber noch welche, die das praktisch einweisen. Und da hinten ist die kleine. Nur besser gesehen, wenn die Tore offen sind, sind LKWs, was da umstehen, an die da 3. Da hinten ist die kleine Außenkuppel, wo anscheinend der Außenbrücke, wo der Kapitän draufsteht. Na? Und jetzt wird es hier bald losgehen. Und wenn man da so schaut, bei den Toren, das, das sind 3 LKWs. Ah ja, Wahnsinn, ja. Das sind riesig, ja. Ja. Man glaubt es kaum. Was ist jetzt passiert? Sie haben uns die Fähre gecancelt. Ja, wobei ich denke mal, irgendeinen Sinn wird es vielleicht haben. Vielleicht ist es besser, bei diesen Windbedingungen nicht rauszufahren. Ich habe auch gar nicht gefragt, wieso die Fähre gecancelt wurde. Es ist jetzt so, wir müssen jetzt hier raus und wieder wegfahren. Und dürfen am Abend dann ab 6:30 wieder kommen. Oder falls wir das Ticket unbedingt getauscht haben möchten, können wir zu Fuß am Nachmittag auch kommen. Wobei sie gesagt haben, wir können mit dem gleichen Ticket fahren. Es ist aber jetzt eine Nachtfahrt und wir haben natürlich keine Kabinen. Das bedeutet, wir werden die Nacht im Sitzen verbringen. So, jetzt ist es 19 Uhr am Abend. Jetzt haben wir da draußen vor dem Fährhafen einen tollen Tag verbracht. Ja. Relaxen heute. Halt. Ja. Relaxed. Zwischenzeitlich war ich drinnen im Büro und habe geschaut, habe ein neues Ticket organisiert. Ich glaube, ich brauche das Ticket. Und gefragt, vielleicht haben wir Glück und kriegen eine Kabine. Ich meine, jetzt stehen wir da an für die Fähre, ja, um 10 Uhr am Abend, aber irgendwie habe ich den Eindruck, viel verbessert hat sich der Wind nicht. Wenn jetzt die Fähre heute in der Früh nicht gefahren ist wegen dem Wetter. Dann stelle ich mir die Frage, wieso würde sie dann jetzt fahren? Aber schauen wir mal. Ja, vielleicht ist auf der See anders. Vielleicht ist dort schon besser. Ja. Wow, ich glaube, jetzt wird's was. 8:30 am Abend. Wir fahren. Zumindest sind wir da noch vor. Ja. Oder? Nein, wir fahren auf die Fähre. Ja, sicher fahren wir schon auf. Ja. Ja, na bitte. Ein bisschen Abstand, damit man was sehen. Ob es super ist, wird man sehen, weil es geht noch immer der Urwind. Ich glaube, es ist nicht viel Unterschied zu heute in der Früh. Zumindest für uns gefühlt. Wenn man Rauch sieht, aber schauen wir mal. Den Rauch sieht. Wenn man den Rauch sieht. So, jetzt drehen wir ein bisschen ab. Das ist das Schiff mit den blauen Lichtern. Das ist kein Hotel. Das ist eine Riesenfähre. Grimaldi-Fähre. Gehört in den Grimaldis aus Monaco. Da ist schön windig. Ja. Ja,
ein Leichtschlag da. Ich werde einmal ein bisschen schräger fahren. Ja, ja. Ja, das war besser. Ja. Ich habe nirgends da angeschlagen. Sehr gut. Schwuppdiwupp weiter, ja. Bitte, wir stehen schon, oder? Ja. Dann geht's noch weiter. Geht ja, okay, sicher noch weiter. Ja. Ja. Ah, ja, da geht's, glaube ich, noch eine Etage auf oder runter. Eins von den zwei. Na, schauen wir mal. Riesig, oder? Das merkt man gar nicht, dass man ein Schiff ist, oder? Ja. Solange man. Ja, in dem Bauch des Ungetüms. Ja, wie wir es gesehen haben, jetzt da unten, ja, jetzt der Schleier von unten, werden wir sie einreihen wahrscheinlich. Dort unten ist halt, glaube ich, auch wieder. Siehst du, das sind diese hydraulischen Dinger, ja, da links, ja, auf der Seite, die diese Decks verschirmen und ver. Mhm. Ich glaube, dort müssen wir auch ein bisschen langsam machen müssen, ja, wenn wir aufsitzen. Sigrid, lass mich fahren, bitte. Ja, ja. Er zeigt uns eine See auch. Mhm. Natürlich fahre ich da ganz langsam, dass ich nirgends aufsitze. Und jetzt drehen wir um. Geht sie locker aus? Ja, und dort gehen wir dann hin. Da kannst du schon in die Rezeption aufgehen. Ja. Jetzt sind wir hier bei den Business-Sitzen gelandet und harren aus und hoffen, dass nach der Abfahrt unser Name aufgerufen wird und wir eine Kabine bekommen. Vielleicht. Nicht, müssen wir am Boden schlafen. Nein. Das kann man ja. Dann müssen wir auf dem Business sitzen dümmeln. Also, was sagst du? Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Und wir wieso? Wir haben eine Kabine ergattert. Meine ist Frau hat sich hingestellt bei der Rezeption, hat ihm dort die Pistole aufs Pult gelegt, ein Messer zwischen den Zähnen und dann gesagt, entweder Kabine oder wir warten. Das stimmt nicht. Es war so, Hartnäckigkeit zahlt sich nämlich aus. Die wollten mich schon wieder wegschicken und ich habe gesagt, ich höre den Lautsprecher nicht so gut, ja. Und dann habe ich mir gedacht und habe gesagt, ich bleibe hier stehen. Und auf einmal habe ich gehört, wie ein anderer aufgerufen wird und der dorthin geht. Und dann habe ich gesehen oder mir gedacht, wir sind ja auf der Liste auf Platz 2, ja. Dann haben wir gedacht, na, habe ich mich bei dem vorbeigeschummelt und bin hingegangen und habe gefragt, habt ihr mich aufgerufen? Auf einmal, wirklich, die hatten mich aufgerufen, ja. Und somit sind wir zur Kabine gekommen. Jetzt fahren wir gerade, ich glaube, das spiegelt recht. Ich muss ein bisschen näher zu mir gehen. Aus dem Hafen raus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und jetzt sehen wir bald, ob wir wirklich eine sehr stürmische Überfahrt haben und wie das sein wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Die berichten wir im nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss mit Ü und ciao mit eure Wohnmacamper. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Du hast uns abonnieren. Abonnieren. Das ist das Neue, das glaube ich nie lernen.